Messen sind Märkte. Eine alte Weisheit aus der Wirtschaft, die gerade in Zeiten einer angespannten Konjunktur an Aktualität eher zu als abnimmt. Für Handwerksbetriebe aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz heißt das Präsenz zeigen, neue Kunden gewinnen, aber auch hineinhören in die Stimmen und Stimmungen des Marktes. Mit einem Gemeinschaftsstand haben sich die Handwerksbetriebe und die Handwerkskammer Koblenz jüngst auf der Messe Haus und Wohnen in Köln präsentiert. Das ist unser heutiges Thema in HWK-TV. Viel los und ein tolles Besucherfeedback. So lässt sich in aller Kürze das zusammenfassen, was über 550 Unternehmen aus 11 Ländern auf der Messe Haus und Wohnen in Köln erlebten. Handwerksbetriebe, Verbände und Organisationen des Handwerks präsentierten sich und ihre Produkte rund ums Wohnen, Bauen und Leben. Mit dabei die Handwerkskammer Koblenz und Handwerksbetriebe aus dem Kammerbezirk. Handwerk pur zum Ausprobieren, Anpacken, Einpacken. Das Konzept überzeugte mehr als 26.000 Besucher, die hier mit Informationen über die Berufswelt und Leistungsvielfalt des Handwerks angesprochen wurden. Eine gelungene Mischung aus Unterhaltung und Hintergrundinformationen, zu der auch eine Modenschau der Extraklasse beitrug. Kreationen aus Stoff und Schokolade, die durch Damenschneiderlehrlinge des zweiten Lehrjahres präsentiert wurden und in deren Auftritt sich Konditoren mit Detaillösungen aus Schokolade und Zuckerguss sowie das Friseurhandwerk mit dem richtigen Styling einbrachten. Und natürlich waren auch hier künftige Lehrlinge und diejenigen, die bereits ein Handwerk erlernen, gut aufgehoben. Ich bin die Katrin. Ich bin die Eva. Ich bin die Sarah. Und wir machen eine Ausbildung im Handwerk. Seine Ausbildung hat Diplom-Metalldesigner Jens Nettlich aus Winningen an der Mosel bereits seit einigen Jahren hinter sich. Heute bildet er selber aus. Auch darüber konnte der Handwerker auf der Kölner Messe berichten, faszinierte aber die Besucher insbesondere mit seinen außergewöhnlichen Metallobjekten. Wie die genau entstehen? Werkstattimpressionen zwischen Schmiede, Feuer und Lufthammer, die traditionelle Handwerksarbeit und moderne Gestaltung miteinander verbinden. Im Grunde, wenn Sie das, kann ich Ihnen mal kurz zeigen, hat man hier verschiedene Stahlsorten, harte und weiche, die dann zu solchen Paketen vorgearbeitet werden. Und im Grunde geht es darum, den Stahl untrennbar miteinander an den Oberflächen zu verbinden, durch Temperatur im Feuer. Und durch bestimmte Techniken kann ich das Muster auch innerhalb dieses Stahls steuern. Ob ich eine Schneidleiste erzielen möchte oder das Rückenteil einer Klinge, das ergibt sich daraus, wie ich den Stahl weiter behandle. So schenkt Handwerker Nettlich gebrauchten LKW-Blattfedern ein neues Leben und fertigt zwischen Schmiedefeuer und Amboss aus einem reinen Gebrauchsgegenstand mit Verfallsdatum Skulpturen für die Ewigkeit. Kunsthandwerk der Extraklasse aus Stahl, Holz und anderen Materialien, das bietet noch bis zum 24. Dezember die Winterausstellung der Handwerkskammer Koblenz in der Ritzerstraße. 150 Kunsthandwerker und Künstler aus ganz Deutschland zeigen hier im Rahmen der traditionellen Ausstellung ihre in reiner Handarbeit erstellten Objekte und geben einen Einblick in zeitgenössisches Kunsthandwerk. Über 3000 Unikate und Kleinserien aus Keramik und Glas, Holz und Metall, Seide und Leder, Gold, Silber und Edelsteinen, Zinn und Papier bieten für jeden Geschmack das passende Geschenk für andere oder sich selbst. Zurück auf der Kölner Messe Haus und Wohnen. Die Handwerker brachten ein brandheißes Thema mit, die energetische Gebäudesanierung. Ich finde das Angebot hier sehr vielseitig. Wir sind hergekommen, um uns über Schornsteine und Kaminöfen zu informieren. Aber hier gibt es so viele andere Sachen, auf die man als Hausbesitzer noch kommt. Sei das jetzt Wärmedämmung oder Keller abdichten. Also Ideen und Anregungen ohne Ende. Wie lässt sich langfristig bei den Heizkosten sparen? Welcher Aufwand ist dafür notwendig? Und was kann das Handwerk leisten? Fragen, die auch vielen anderen Besuchern wichtig waren. Im Alltag des Unternehmens von Malermeister und Gebäudeenergieberater Sebastian Kauer spielt die energetische Gebäudesanierung längst eine Schlüsselrolle. Von der Beratung zu Schwachstellen bis hin zur Beseitigung bieten die Hunsrücker alles aus einer Hand und verpacken unter anderem Gebäude innen wie auch außen. Neben diesem funktionalen Aspekt geht es aber auch um die Gestaltung mit Farbe und Pinsel. Fazit:
Ein Handwerk, das sowohl für die inneren und äußeren Werte eines Hauses da ist. Mein aktueller Tipp in HWK TV heute dreht sich auch um das Thema energetische Gebäudesanierung. Es geht darum, langfristig die Energiekosten zu senken. Mit dem Handwerk haben Hausbesitzer Experten, die beraten und auch die entsprechenden Arbeiten durchführen. Am 6. Dezember bietet die HWK im Rahmen eines Aktionstages im Citybüro unter dem Motto Haus sanieren, profitieren zahlreiche Infos zu diesem wichtigen Thema. Ein Angebot für Handwerker wie auch Hausbesitzer. Und natürlich ist auch die Galerie Handwerk mit ihrer Winterausstellung ein ganz heißer Tipp in der kalten Jahreszeit. Es lohnt sich also in jedem Fall, bei der Handwerkskammer vorbeizuschauen. Und damit zurück zu Ralf Schwoll.